So, ihr Lieben, wir spielen wieder eine Runde SnowRunner. Nachdem ich jetzt auch erstmal wieder den Originalspielstand hergestellt habe und nicht das Gecheate für den Livestream mit ganz viel Geld und Mods, wird es jetzt auch wieder etwas hakeliger wahrscheinlich. So, wo wollten wir nochmal hin? Ich weiß noch, dass wir hier standen. Dann mussten wir hier lang und dann irgendwo da hinten hin. Okay, gut, dann legen wir mal los, ne? Reicht es ohne Allradantrieb? Gucken wir erstmal. Müssen wir diesen komischen Service-Technik-Anhänger da holen. Ja. Mit Allradantrieb. Vielleicht hilft es ein bisschen mehr. Ich sehe schon, hier wird es schon hakelig wieder. Hier müssen wir wieder über Gehubbel und Gebubbel. Das Wichtigste ist jetzt wirklich, dass der Anhänger auch nicht umkippt oder so. Ja, das könnte uns die ganze Tour jetzt vermasseln. Auch, dass er, wenn er irgendwo hängen bleibt und wir keinen Ankerpunkt haben und auf dem Eis durchdrehende Räder hätten, wäre jetzt auch nicht so dolle. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Tank ist voll. Ah, vielleicht sollte ich bei dem Wagen mal in Schneeketten investieren. Wer weiß. Würde vielleicht hier was bringen. Okay, gucken wir mal. So kommen wir doch schon mal ganz gut durch hier. Vorsichtig übers Eis schlittern. Da bewegt er sich auch ganz gut, der Wagen. Aber es klappt doch ganz gut. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen gucken, dass wir hier nicht zu sehr ins Wackeln und ins Wanken kommen. Na, das ist doch ganz nett. Na. Oh, oh. Ah, da ist so ein fetter Stein, sehe ich gerade. Okay. Ja, sowas meinte ich quasi. Keine verfügbaren Windepunkte. Na gut, wir verfügen ja noch über einen Rückwärtsgang. Dann ziehen wir den nochmal ein Stück. Ach, der hängt nicht an dem großen Stein. Der hängt da, an diesem ganz kleinen. Wenn ich jetzt darüber ziehe. Ja, geht doch. Ja, dann komm. Roll jetzt nicht rum. Zieh gefälligst mit. So geht das. Wie so ein kleiner Stein einem schon einen Strich durch die Rechnung machen kann, ne? Verrückt. Verrückte Welt. Oh, das ist aber kein kleiner Stein. Oh, oh, einen kurzen Moment nicht aufgepasst. Ja, da hinten sehen wir schon das Dorf. Müssen wir nur den Weg hier jetzt aus dem Eis finden. Oh, nochmal ein bisschen gefährlicher hier. Oh, ich habe mich natürlich voll in die Schollen gesetzt hier. Ich hoffe, dass er trotzdem... Ja, okay. Nein, nicht noch die nächsten mitnehmen. So, guck mal. Da sehen wir jetzt sogar schon das Ziel da hinten. Ja, gucken wir mal. Geht's hier raus? Ich glaube ja, ne? Ja. Entschuldigung. Theoretisch geht's hier raus. Ja, praktisch hängen wir hier im hohen Schnee fest. Ohne Windepunkt, okay. Rückwärts geht aber noch, ne? Ja, gut. Rückwärts geht noch. Ein bisschen hier im höheren Bogen fahren. Das ist ja bei der Planung auf der Map immer ganz schön, aber dann sieht man halt auf der Map auch nicht so richtig, was für Gegebenheiten jetzt die Strecke da hat und was für welche nicht. Und auch nicht mit der Achse aufsetzen. Ah, Glück gehabt. Komm, zieh ihn einfach drüber. Komm schon. Komm, beweg dich jetzt. Ups. Haben wir irgendwo... Da ist die Winde irgendwo verbunden. Sauber. Komm, machen wir nochmal. Schön im Leistungsgang jetzt rauf. Ohne zu murren. So ist gut. Ruhig, Brauner, ruhig. So klappt das doch.
Und hier ist ja offensichtlich auch schon so eine Art Straße. Und da ist auch ein kleines Bäumchen, an dem ich mich ransetzen kann. Jetzt kommen wir voran. Wir kommen langsam voran, aber stetig. Nur hängen bleiben darf ich jetzt natürlich nicht hier mit dem ganzen Bums. Einen Leistungsgang gehen, dass er sauber hier gleichmäßig zieht. Und dann sind wir auch gleich schon auf der Straße. Ja, da wollen wir hin. Das ist gut. Da zieht er ein. So. Da sind wir auf der vereisten Straße und dann läuft das doch schon besser. Ein paar Schlaglöcher hier und da. Aufpassen, dass man nicht hier von der Straße abkommt jetzt. Nicht zu schnell fahren. Hier in der Schneewehe hängen geblieben. Super. Was so eine kleine Schneewehe, wie die einem wirklich schon zu schaffen macht direkt. Weil es in Deutschland, wenn da also eine Schneeflocke fällt, direkt so, oh mein Gott, wir fahren alle nur noch 20 km/h. Und hier kommst du ohne Winde nicht mal weiter. Hat aber leider den falschen Wendepunkt genommen. Egal, sind wir auch gut rumgekommen. So. Gleich sind wir da. Ein leichtes Hüsterli. Entschuldigung. So. Ich bin aufgestiegen. Nice. Geil. Und Knete gab es auch noch. Und einen neuen Anhänger habe ich auch noch entdeckt. So. Kann ich den mitnehmen jetzt? Das wäre natürlich sehr cool. Was ist denn das da? Notlösung, Lieferung zum Mast. Bla, Stahlträger, irgendwas. Ach, das ist ja hier vorne. Und wo ist... Wo kriege ich die Stahlträger? Und der Mast ist da. Okay. Ja gut, okay, das können wir machen. Das werden wir auch machen. Okay. Mal ganz kurz den hier noch. Ja gut, wenn ich jetzt hier vorwärts fahre, dann bleibe ich für immer hängen. Voll einschlagen. Wo hat er sich denn jetzt hier festgezogen? Das wollte ich, genau. So. Zurück zur Hauptstraße. Einmal den Mast hätte ich ganz gerne. Oh, ist gut. Oh, 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 oh. Ups, falscher Mast. Oh nein. Oh, oh. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, gebe ich zu. Aber makes sense. Na.
will doch nur in die Werkstatt und mein Anhängerchen loswerden. Kann ich verkaufen? Ich weiß auch nicht, wofür ich das sonst haben sollte. Also, falls mir das noch einer erklären kann, weil die meisten Anhänger sehe ich echt keinen Sinn. Momentan die einzigen Anhänger sehe ich wirklich nur Sinn bei den... Ach, hier habe ich gar keinen Anhängershop, oder? Das ist hier gar nicht mit drin, oder was? Tankstelle. Werkstatt. Och, nö. Ja, dann lasse ich ihn erstmal da stehen, glaube ich. Da ganz... Da ist ein Anhängershop. Wollt ihr mich denn verarschen? Nee. Okay, dann wird der hier erstmal geparkt. Ja, rückwärts fahren mit dem Anhänger. Das ist eine Kunst. Die ich hier zumindest im Spiel gerade nicht beherrsche. Alter. Steht doch gut. Nein, nicht den Motor abstellen. Anhänger lösen, danke. Oh, der Tank ist auch komplett leer jetzt, ne? Ist mir gerade erst aufgefallen. So. Okay, was haben wir denn noch im Trucklager rumliegen? Ach ja, den hatten wir ja auch noch gefunden, stimmt. Der gar nicht so schlecht war sogar, ne? Der war gar nicht übel. Der ist auch teurer als der Azov zum Beispiel. Dann nehmen wir den mal. Individualisieren. Hm, wo haben wir denn Rahmenaufsätze da? Nee. Sowas hätte ich eigentlich gerne. So hätte ich das gerne. Genau so. Wollen wir die Farbe vielleicht wechseln? Haben wir ja schon einmal ausgesucht, aber. Da ist was Neues hinzugekommen neben der Farbe, oder? Nee. Doch. Oh, für innen drin ist was dazu. Oh, guck mal. Oh, guck mal da, ein Wackeldackel. Oh, wie geil ist das denn? Nee, der macht mir irgendwie Angst. Naja, aber hier. Obwohl, die Hawaii-Figur ist auch nice. Marsha. Nee, ich möchte den Wackeldackel. Oh, geil. Gibt's hier noch? Ah, irgendwelche blöden Spielkarten. Ich habe gedacht, hier gibt es vielleicht ein Duftbäumchen. Das finde ich gut. So. Geil. Mega cool. Gibt es hier noch mehr so Individualisierungsgedönse? Oder haben die hier... Sonst haben sie noch nicht nachgelegt, ja. Aber das ist schon cool, das gefällt mir, ja. So, Werkstatt verlassen. Handbremse ziehen. So. So, dann wollen wir nochmal gucken. Ich musste nämlich gerade tatsächlich mal unterbrechen. So, dann wollen wir mal schauen. Ne? Wo gab es jetzt den Stall? Hallo? Okay. So, wo ist hier der Stall? Warum kann ich da nicht einfach draufklicken? Ist doch kacke, so. Notlösung. Der Stall ist hier oben am Hafen. Dann wollen wir da mal hin, nicht? Machen wir mal Licht an, ist ja schon spät. Die Dämmerung bricht langsam rein. Noch muss ich, glaube ich, keinen Vierradantrieb anwerfen. Können wir noch etwas sparsamer fahren mit der Kiste hier. Oh, warte mal kurz. Wo ist er? Da ist er. Wackel, 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 dackel, wackel, dackel, wackel, dackel. Haha. Oh, da. Ja, geil. Upsa, so. Tanken wollen wir ja nicht. Wir brauchen einmal Stahlträger, bitte. Handbremse, Frachtverwaltung, Stahlträger, danke. Okay, und jetzt müssen wir wohin? Nein, das war das Falsche. Ups, Notlösung. Nach, da, okay. Wie fahren wir da? Oh, oh. Oh, da müssen wir aber... Also ich glaube, hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Das sieht nicht so gut aus.
Kommen wir denn da lang? Alter, das wird aber nicht so schön jetzt. Also ich habe jetzt eigentlich nicht so Bock hier herum und dann hier außen rum und dann da rum, aber... Also das hier kommt mir nicht vor, als würde man da durchkommen. Und hier ist der Wald auch ziemlich dicht. Ja. Ja, zum Abschied sage ich leise Scheiße. Darum ist auch relativ lang. Ne? Ob ich jetzt hier rumfahre oder darum, spielt eigentlich gar keine Rolle. Hier rum, darum, Löffelstiel. So. Ich glaube hier, das sieht aus, als würde man hier durchkommen. Da kann ich hier schon mal so ein bisschen abkürzen. Und so. So. So, okay, wollen wir? Wir wollen. Einmal hier über die Europaletten, die halten das aus, das sind Europaletten. Dann mal los. Dann ziehen wir schön durch. Ja, auch sauber mit Allradantrieb gleich, ne, aber bisher klappt das ja auch so. Stahlträger klonken vor sich hin. Nett. Richtig schön. Guck mal, der Sonnenuntergang irgendwo, Nordlichter kommen. Wo ist denn der Scheiß? Da ist die Sonne. Hinter einer dicken Schicht aus Wolken verhangen. Ach, echte Trucker-Romantik. Vorsichtig hier durch, am besten ohne umzukippen. Aber der hat ja auch Schneeketten drauf hier, ne? Glaube ich. Ja, der hat Schneeketten drauf. Da kann nicht viel passieren. Der wird gut fahren. Ja, das ist ein gutes Ding hier. Die gute Betsy. So, hier haben wir jetzt schon uns das erste Mal festgefahren. Toll. Jetzt sagt man hier noch die gute Betsy. Und da muss man Rappelappel hier Allradantrieb anwerfen. So, machen wir wieder aus. Oh, das hat gezeckt. Okay. Hier jetzt schön drüber. So. Ja, aber eine gute Kiste hier, ehrlich. Die hat richtig Schmackes. Jetzt müssen wir uns hier gleich durchs Gelände schlagen. Ne? So, machen wir mal hier Allradantrieb schon mal an. Ja, das hier sieht schon ganz schön eklig aus. Ich glaube, das hier könnte unangenehm werden. Hier so durchs. Oh, jetzt hängt das Bild. Okay, ist noch da. Gut. Ja, aber das wird schon. Na, jetzt zieh mal hier ran. So. Einmal vielleicht im Lastengang, einmal hier durch. Oh, 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 oh. Nee. Nix Lastengang. Einfach durch. So. Ohne Gnade. Hier an der Seite habe ich ein bisschen mehr Grip. Dann breche ich nicht so hart ein die ganze Zeit. Oh, jetzt bin ich aber tief drin, ne? Ja, okay. Dann zieh mit der Winde. Können wir uns daran. Oh, ist auch nicht schlecht. Dann ziehen wir uns hier so ein bisschen diagonal, kreuz und quer durch. Sauber. Dann machen wir hier noch ein bisschen. So, guck mal, so läuft das. So kommen wir hier durch. Feine Sache. Feine Sache. Jetzt hier schön durch den Schnee. Und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen, genau, jetzt hier durch die Wildnis tasten. Ich glaube, das wird schwierig, aber hier gehen ja auch die Strommasten her. Was ist uns vielleicht, ist das schon der Punkt hier?
Am Arsch, hier ist offiziell Weg. Okay, na gut. Also das hier ist offiziell die Straße. Schade, ich dachte, das ist jetzt schon der Punkt, wo wir uns durch die Wildnis tasten müssen. Stattdessen ist das hier noch offiziell die Straße und der rutscht hier echt schräg rüber. So, guck mal. Jetzt kommt der Punkt, wo wir uns durch die Wildnis hier. Wo bin ich denn? Oh ja, da sind wir jetzt schon vorbei. Hoppala. Ach, Kacke, da vorne, bei der Baumschule. Da ist der Punkt gewesen. Ja, setzen wir wieder zurück. Ist ja hier eigentlich alles gut befahrbar. Ich hätte gar keine Rückfahrwarnung hier, der piept gar nicht. Macht gar nicht piep, piep, piep. So, und hier müssen wir uns jetzt 76 Meter, 75 Meter durchs Gerümpel tasten. Mache ich mal schon mal den Lastengang an, vorsichtig. Naja, irgendwie bringt der mir hier nichts. So, vorsichtig die kleinen Bäume hinlegen, ablegen, ne, Platz machen lassen. Und dann hier schön durch die Baumschule pflügen. So ist gut. Ja, nicht kippen. Bloß nicht kippen jetzt. Was ist das hier? Unglückszahl. Oh, und dann sage. Was? Und dann sage mir einer, man soll nicht abergläubisch sein. Jedes verfluchte Mal ist die 13 kaputt. Bestimmt wieder Isolatoren. Besorg mir ein paar neue und. Ja, okay, kann man. Nee, nee, nee. Wo muss ich jetzt lang? Jetzt erstmal schauen. Oh, links. Links muss ich hier rum. Okay. Kamera spackt. Nicht umkippen. Nicht umkippen, Betsy. Nicht Heiabett. Ah, da ist ein Fels. Noch weiter zurück ein Stück. So, Betsy. Links am Fels vorbei. Links am Fels vorbei. Ganz brav machst du das. Süße Betsy. So geht das. So, und jetzt müssen wir irgendwie. Das ist doch kein Weg! Oh, Betsy ist ganz nervös. Betsy findet auch, dass das kein Weg ist. Ne? Arme Betsy. Arme. Oh. Mach keinen Scheiß jetzt. Komm schon, ein Stück zurück nochmal. Oh, Glück gehabt. Komm, wir versuchen es. Ganz an der Seite hier rechts. Ganz vorsichtig. Hier entlang. Hier entlang. Genau. So ist gut. Ey, da kann man doch nicht her. Und wegen Weg. Haben wir hier. Jetzt zwischen her und dann da hinter diesem Felsen rechts. Hoffentlich passt das hier auch. Und jetzt hier rechts rum. Vielleicht nicht alle jungen Bäume umholzen. Einen nehmen wir mit. Ja, fürs gute Gewissen. Ja, vielleicht noch zwei, drei. Ah, bewegt sich noch minimal. Aber Lastengang vielleicht. Nee. Wie hänge ich denn da wo fest? Okay.
Noch mal rückwärts raus. Es wird nicht schön. Hier geht's doch. Das hier soll doch ein Weg sein, oder? Also ehrlich jetzt. Lächerlich. Na komm, zieh doch mal weiter nach links hier. Na, geht doch. Vorsichtig, nicht kippen. Bloß jetzt nicht auf die letzten Meter noch umkippen. Wie kommen wir jetzt am besten darauf? Nicht umkippen. Muss ich jetzt den Scheißweg doch wieder zurück? Meine Herren, Alter. Ah, komm, 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 komm. Rum. Gib mir bloß. Boah. Boah, das ist aber hier knappe Sache. Nicht wegkippen. Uns jetzt hier irgendwie hochziehen. Das sind alles keine haltenden Bäume. Autsch. Das ist blöd. Den Popex da so ein bisschen rumziehe. So. Und jetzt hier entlang und geradeaus drüber. Komm, schieb einfach. Jetzt kannst du auch wieder ein Stück weit ziehen. Der hält der Baum. Den haben wir. So. Alter. Das kann doch nicht der Ernst hier sein, oder? Nicht kippen, mein Freund. Bloß nicht umkippen. Schöne Betsy, nicht kippen. Schön hier mit dem Hintern ran.
So ist gut. So ist gut. Na, 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 na. Langsam. Nein, 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 nein. Tja, da liegt er. Dieses Let's Play hat heute kein direktes Happy End. Ich hoffe, die Ladung liegt noch halbwegs drauf. Dann können wir eine Rettungsfahrt versuchen, wie auch immer ich hier hinkommen soll. Ich versuche es gleich mit dem Arzt auf. Gute Frage, nächste Frage. Ich sage danke fürs Zusehen und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Like, Abo, Kommentar und so ein Zeugs. Ne? Vielen Dank, teilt den Kanal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.